Hi Leute, hier sind der Kevin und der Sushi, genau. Ach ja, von Eskimo Cowboy und ihr seht unsere Impericon. Top 3. Genau. Ich höre im Moment ganz viel North Lane und bin eigentlich über die alten Platten. Ja, nein, ist so einfach so. Und ich finde aber, ich kann dir die Namen der Alben gar nicht sagen, weil ich bin immer so ein Spotify-Hörer. Wie ist das Album mit dieser Weltkugel in der Hand? Ja, ich würde jetzt sagen, Korn Follow the Leader, ne? Oder? Ja, All-Time-Favorite, genau. Ja, gibt's so viele. Ich wollte eigentlich Slipknot Iowa sagen. Jetzt haben wir schon drei. Nee. Und doch. Haben wir jetzt das dritte ist? Das dritte ist Slipknot Iowa, ne? Okay, machen wir das. Machen wir Slipknot Iowa, genau. Also bei mir ist immer All-Time-Favorite ist Marilyn Manson so. Ne? Komm, wenn du das. Peter Maffay. Ja, damals. 38317. Liebe, das ist ein Top-Album. Freunde und Propheten, wer kann es nicht mitsingen? Das, ne? Ich kann es nicht, auch wenn ich aus Gelsenkirchen komme. Dimmu Borgir hat mich auch sehr geprägt. So. Das war der Grund, warum wir nie Haustiere lange hatten. Oh, Pizza. Ich stehe eigentlich auf eine gute hausgemachte Carbonara, so. Ist mein Style, ja. Sushi, oder? Sushi. Sushi essen wir alle gerne. Sushi. Ja. Club Mate, tatsächlich. Ja, komm. Ne? Hier Berlin und so. Naja, Wahlberliner. Das Problem ist, der Sushi ist so einer, den nennen wir auch immer gerne Captain Berlin-Verständnis, weil der war einmal in Berlin und denkt, er kennt jetzt jede Straße in- und auswendig. Nein, ich war zweimal in Berlin. Zweimal. So, deswegen war das jetzt eine Pflichtantwort, Club Mate. Wie ist der andere? Miu Miu? Nee, das war... Miu Miu Mate. Das ist fast noch mehr Szene. Ja, genau. Ja, wir wären nicht Eskimo Kobe, wenn da auch nie was Alkoholisches drin vorkommt. Gin Tonic sind wir. Wir sind im Moment total Gin Tonic Fans, so. Wobei wir da weniger auf das Tonic Water aus sind. Also Gin ist da schon der Großteil im Glas, ja. Aber ist lecker. Mexikaner, genau. Ja, in Hamburg geht das immer gut, ne? Hamburg. Weiß ich direkt, Bad and Mad. Ich stehe total auf diese Bad and Mad. Da gab es damals so ein T-Shirt mit so einer Ente drauf, da stand Duck Hugh drunter. Da war ich der letzte Gangster in der Schule. Und deine? Ich hatte auch so einen Bad and Mad Pulli. Aber ich habe den von einem Kollegen bekommen, weil wir nie genug Geld für Bad and Mad hatten. Das sind nur die coolen Kids, weißt du? Aber meine ja, eigentlich Vans, wir tragen ja alle Vans irgendwie, ne? So immer. Überall. Ja. Ich glaube, jetzt mein 18. Paar gefühlt. Ungefähr. Ja, man muss dazu sagen, die Vans gehen in meinem Arsch ganz schnell so, ne? Ja, das stimmt. Aber die müssen auch in den Arsch gehen, damit die geil aussehen. Ja, und so nach zwei Wochen brauchst du halt neue, ne? Ja. Ich habe jetzt auch tatsächlich welche an. Du hast Adidas. Ja. Ne? Adidas. Soll man Adidas als die nächste Marke sagen? Adidas? Ja, Adidas, ne? Ja. Also mein Top-Film wird immer Edward mit den Scherenhänden sein. Klasse. Ja, der ist die Melodie, die macht dich fertig. Okay, weiß ich gar nicht mehr. Kannst du die noch sagen? Boah, ich weiß nicht mehr genau. Trotzdem macht mich fertig. Die macht mich jedes Mal fertig. Jedes Mal macht die mich fertig. Seit Anfang des Jahres Interstellar. Habe ich geweint. Weiß ich auch nicht warum. Der ist eigentlich gar nicht so traurig, ist nur tragisch. Interstellar. Ja. Kenn ihn gar nicht. Der muss sie angucken, dann meinst du auch. Ja. Dritter? Ja. Dritter, nehmen wir denn da? Ein dritter. Calejón live in Köln. Kommt jetzt gerade mal raus. Also ich habe tatsächlich mal die Bushido-Biografie gelesen. Und? Ist nicht mein Lieblingsbuch, aber sollte man mal lesen. So, einfach um zu sagen, man hat es gelesen. Wir wollen ja kredibil bleiben als Eskimo Callboy. Nee, genau. Ich lese ganz gerne mal Martin Suter. Also, ist ein Schweizer Autor, der macht so, wie sagt man dazu, Romane. So ein paar abgedrehte Geschichten über Businessleute, die teilweise Drogen nehmen und ein bisschen abdrehen. Ist ganz witzig. Also, ich mag so abgedrehte Geschichten, ja. Und du noch, was? Also, Martin Suter. Abgedrehte Geschichten. Nein, ist wirklich klasse. Gänsehaut, die ganzen Gänsehautbücher, die haben wir ja damals, ne? Gänsehautbücher. Aber mittlerweile lesen wir nicht mehr, wir sind zu alt für den Scheiß. Oh, what a day. What a lovely day. Ich mag Matthew McConaughey sehr gerne. Wer ist das denn? Der Typ von Interstellar. Nein, aber der ist cool. Wie heißt Jean Reno. Alles mit Jean Reno ist immer gut. Ja.
Oh ja, Leon, oh, ja. Leon der Profi. Leon der Profi, sehr, sehr guter Film, ja. Und Matt Damon. Fang du mal an. McDonald's, immer McDonald's. Das ist jetzt so Klischee, ey. Ja. Also, ihr seht diese Buchse hier, die trage ich hier ohne Grund, ne? Das ist so, meinen Bauchlappen verstecke ich unter diesem Ding. Das ist alles ein bisschen ausgeartet bei uns. Ja, ich bin gerade Commander unterwegs, deswegen muss ich aufpassen, dass da nicht. So, Places to be für mich. Aber meine Oma ist immer ganz geil, weil so, wenn wir auf Tour sind, ja, wirklich. Weil ich habe so einen kleinen Föhnfetisch und zu Hause durfte ich dem nie frönen, so, weißt du, weil auch Stromrechnungen und pipapo. Und bei der Oma durfte ich halt immer unendlich viel föhnen. Und es gab leckeres Essen dabei. Rotkohl mit Klößen und Sauerbraten und sowas. Und deswegen, Oma ist immer geil. Da muss man immer gut abhängen. Hast du jetzt noch irgendwas Extravagantes, so Ausland, wo wir schon mal waren oder so? Places to be. Japan? Ja, Japan war auf jeden Fall schön. Die haben sehr, sehr gutes Essen. Die haben keine Kühlschränke, also keine Tiefkühlschränke. Sagt die Osaka Bar. Die Rock Bar, genau. Genau, da triffst du immer irgendwelche bekannten Leute, die dann alle genauso asozial abstürzen wie wir. Das ist immer sehr romantisch. Das letzte, was ich gespielt habe, war Outlast, das fand ich ganz gut. Ansonsten, Pokémon, ne? Pokémon All-Time Favorite hier. Rote und blaue Edition. Richtig krasser Scheiß. Okay. Ja, ich war nie so ein Pokémon-Held. Ich stehe auf alte Gameboy-Spiele und ich gehe gerne mal so ziemlich zurück und zock mal Gameboy. Und ich habe jetzt Link's Awakening, Zelda, habe ich jetzt seit Jahren mal wieder auf Gameboy gezockt und ich merke einfach, wie fucking schwer dieses Spiel ist. Das ist nicht mal eben so einfach durchrennen, wie es heutzutage ist, sondern du musst richtig überlegen. Ich guck gerade Gotham. Gotham. Ist richtig gut. Ist so ein Batman-Gedöns da, wie das alles stattgefunden hat, bevor Batman war. Ist geil. Hab ich noch nicht geguckt, muss ich noch. Ist super gut. Der Joker stirbt. Hast du jetzt gespoilert? Ja, voll. Du bist ein Also ist ja eigentlich nicht der Joker, der stirbt. Okay, dann mache ich mal direkt so weiter. Ich gucke gerne Game of Thrones, aber auch nicht mehr, seit Jon Snow tot ist. Okay. Ja, Breaking Bad haben wir alle geguckt. Ja, Breaking Bad, oder? Aber ist auch nicht so cool, weil Walter White ja am Ende stirbt. Das ist echt gemein, ey. Eigentlich mögen wir unsere Mucke gar nicht mehr so gerne. Ja. Aber wenn wir Top 3 Songs sagen würden, dann könnten wir sagen, also ich mag Walk on the Thin Line ganz gerne von der neuen Platte. Crystals mögen wir beide sehr, ne? So. Ja. Ja, ansonsten. Ja. Guck mal, da muss ich jetzt mal ausholen. Nein, aber ein Song halt, den wir vorher nie gedacht hätten, dass der nach dem ganzen Rumgestresse da, dass der gut ankommt, aber Best Day hat uns positiv überrascht, weil wir haben den Song ja tatsächlich geschrieben, weil wir ihn gut fanden. Aber irgendwie ist der jetzt viel besser angekommen, als wir uns das vorgestellt haben. Nee, aber damit hätten wir die drei Fragen, drei Top 3 beantwortet, ne? Mit fünf Fragen ungefähr, sechs Antworten.